In dieser Präsentation geht es um ein nützliches GUI-Element von Android, den Navigation Drawer. Ein Navigation Drawer ist eine Auswahlliste, die man von der Seite in das Display ziehen kann und über die man dann in der Applikation navigieren kann. Beispielsweise hier, indem man verschiedene Frames mit Fotos anzeigt. In dem Vortrag wird es im Einzelnen zunächst um das Aussehen und den Nutzen eines solchen Drawers gehen und dann um die Programmierung. Wir werden sehen, welche Bibliothek und Ressourcen man benötigt, und wir werden zwei Arten von Navigation Drawern kennenlernen, nämlich erstens solche, die man nur mit einer Wischgeste aktivieren kann, und zweitens solche, die man zusätzlich durch einen Klick in die Actionbar öffnen kann. Zum Schluss werde ich noch kurz auf einige mögliche Probleme hinweisen und Links mit weiteren Informationen nennen. Wie ein Drawer aussieht und wie man ihn nutzt, haben wir eben gesehen. Hereinziehen, von der Seite in das Display oder, werden wir später noch sehen, Aktivierung durch einen Klick in die Actionbar, sodass man dann eine Liste hat, mit der man durch die Applikation navigieren kann. Um solche Drawer zu programmieren, benötigt man eine Bibliothek und mehrere Ressourcen. Die Bibliothek ist die Android Support Library, entweder in der Version 4 oder Version 7, die es ermöglicht, auf die benötigten Klassen zuzugreifen. Sie wird normalerweise automatisch hinzugebunden. Man kann dies in der Projektstruktur in Android Studio prüfen. File anklicken, dann Project Structure, dann Dependencies. Dort sollte dann die entsprechende Bibliothek, die Support Library, erscheinen. Die wichtigsten Ressourcen sind zunächst die Layout- und View-Ressourcen. Man benötigt erstens ein Drawer-Layout, hier rot dargestellt, das zwei Dinge enthält. Erstens einen Frame-Layout für den Main-View, also die Hauptanzeige der Applikation, und ein List-View für den Inhalt des Drawers. Zweitens benötigt man ein View oder ein Layout für die Dinge, die im Main-View angezeigt werden sollen. Hier in unserer Beispielapplikation ist das ein Image-View, das dann die anzuzeigenden Fotos aufnehmen wird. Und drittens braucht man ein Text-View. Dieser Text-View spezifiziert, in welchem Format die Items in dem Drawer angezeigt werden. Ich demonstriere dies kurz in unserer Projektstruktur. Sie sehen hier Activity Main XML mit dem Drawer Layout, darin das Frame Layout für den Main View und der List View für die Liste für den Navigation Drawer. Zweitens haben wir hier ein View für die Anzeige der einzelnen Fotos, definiert in der XML-Datei PhotoDisplayXML als ImageView. Und drittens dann ein Item-Spezifikation für die Einträge des Drawers, ein einfacher TextView. Neben diesen Layouts und Views benötigt man typischerweise String-Ressourcen, um die Texte der Drawer-Items zu spezifizieren und einige Bilder, die für die Anzeige benötigt werden. Zu den Bildern gehört insbesondere ein Icon, was in der Actionbar später angezeigt werden soll. Hier typischerweise drei waagerechte Striche und ein Shadow, der dem Main-View überlagert wird, wenn der Drawer geöffnet wird. In unserer Beispielapplikation haben wir dann noch eine Reihe von Bildern, die dann später angezeigt werden sollen. Wie sieht nun ein Drawer aus, der sich nur mit einer Wischgeste öffnen lässt? Wir blicken dazu in den Programmcode Main Activity in diesem Falle und sehen, dass zunächst zwei Attribute definiert werden, ein Drawer-Layout-Attribut, das
das Gesamtlayout der Applikation aufnehmen soll und ein ListView-Attribut, das die ListView angibt, die im Drawer angezeigt wird. Wie üblich werden alle Vorbereitungen in der OnCreate-Methode geschaffen. Es wird das Drawer-Layout per SetContentView angezeigt und dann die Attribute, die ich eben erläutert habe, initialisiert durch Zugriff auf die Layout-Ressourcen. Nun muss die Liste im Navigation Drawer gefüllt werden. Hierzu wird aus den Ressourcen die Liste der Strings, die als Items angezeigt werden sollen, geholt und über einen Adapter in den ListView eingefügt. Der Drawer, der ListView im Drawer, erhält einen On-Item-Click-Listener, der aktiv wird, wenn eines der Items durch den Benutzer angeklickt wird. Schließlich erhält das Layout noch den Shadow, mit dem der MainView überlagert werden soll, und das erste Foto wird durch Aufruf der Methode ShowPhoto angezeigt. ShowPhoto werden wir gleich erklären. Der Listener der Drawer-Liste kann sehr einfach gehalten werden. Er bekommt als Parameter die Positionsnummer des angeklickten Items und zeigt das entsprechende Foto an, indem er ShowPhoto mit dieser Positionsnummer aufruft. Die Methode ShowPhoto übernimmt nun die Aufgabe, das Foto anzuzeigen. Die Anzeige des Fotos erfolgt in einem Fragment der Klasse PhotoFragment, die ebenfalls in dieser Applikation ausprogrammiert wird und die wir uns gleich ansehen werden. Ein solches PhotoFragment wird erzeugt und erhält als Argument die Nummer des anzuzeigenden Fotos. Die Nummer des anzuzeigenden Fotos wird in ein Bundle eingepackt und als Parameter, Position Parameter, dort eingetragen. In dem Fragment, was so neu erzeugt wurde, wird dann das gewünschte Foto angezeigt und über den Fragment Manager mit der Replace-Methode anstelle des bisher angezeigten Fragments im Display erscheinen. Abschließend wird der Drawer wieder geschlossen. Die Klasse PhotoFragment ist das Fragment mit dem Bild, das angezeigt werden soll. Hier gibt es die Methode OnCreateView, eine Callback-Methode, die das System automatisch aufruft, wenn die Anzeige generiert werden soll. Diese PhotoFragment-Methode OnCreateView erzeugt ein View-Objekt und in diesem View-Objekt wird die entsprechende XML-Layout-Definition zugrunde gelegt. Es wird die Nummer des Fotos, das angezeigt werden soll, aus den Argumenten beschafft. Der zugehörige Name und die zugehörige ID wird besorgt und mithilfe der Methode setImageResource wird das gewählte Foto in dem ImageView, der dann angezeigt werden soll, eingefügt. Das ist alles, was für den Navigation Drawer, den wir eben gesehen haben, benötigt wird. Kommen wir nun zur zweiten Art, den Navigation Drawer zu programmieren. Ein Navigation Drawer, der zusätzlich über ein Icon in der Action Bar geöffnet werden kann. Wir sehen das hier, das Icon in der Action Bar öffnet nach einem Klick den Drawer, der dann, wie bisher gesehen, bedient wird. Zusätzlich zur Wischgeste, also eine zweite Möglichkeit, den Drawer zu öffnen. Wir betrachten die neue Version und sehen uns an, was hinzugekommen ist. Es ist nicht viel. Wir haben ein drittes Attribut von der Klasse ActionBarDrawerToggle, das die Verbindung herstellt zwischen dem Drawer und der ActionBar. In OnCreate geschieht zunächst dasselbe, was wir bisher schon gesehen haben. Es kommen
aber noch weitere Instruktionen hinzu, die die Verbindung zwischen Action Bar und Draw herstellen. Hier wird zunächst eine Referenz auf die Action Bar beschafft, der Titel der Action Bar gesetzt und einige Aktivierungen vorgenommen, die es erlauben, über das Icon einen Draw zu öffnen. Das Entscheidende ist hier die Erzeugung des neuen Action Bar Draw Toggle Attributs, das, Sie sehen das im zweiten Parameter, mit dem Application Layout und damit dem Draw verbunden wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bedienung jetzt auch auf die zweite Art und Weise möglich ist. Ein entsprechender Draw Listener wird im Application Layout gesetzt und diesem Listener wird der Toggle zugewiesen, was im Endeffekt die Verbindung herstellt. Der Rest sind im Prinzip nur noch technische Erweiterungen, technisch notwendige Erweiterungen. Einige Callback-Methoden der Activity müssen erweitert werden, sodass sich die Action Bar mit dem Toggle vernünftig in die Applikation einfügt. Mehr ist hier nicht zu tun. Welche Probleme können bei der Programmierung mit Navigation Draw auftreten? Das erste Problem ist ein Compilerfehler, der möglicherweise für Draw Layout und verwandte Klassen gemeldet wird. Hier wird der Grund im Allgemeinen sein, dass die Bibliothek nicht korrekt importiert wurde. Eine Lösung haben wir bereits gesehen. Zweite Problem, was möglicherweise erscheint, ist ein Laufzeitfehler beim Aufruf von GetActionBar. Das kann den Grund darin haben, dass der gewünschte Style bzw. das gewählte Theme die ActionBar nicht unterstützt. Hier muss man dann die entsprechenden Style- und Theme-Definitionen im Manifest und in den Layout-Dateien ändern oder streichen. Problem Nummer 3, Feature Nummer 3, könnte sein, dass das Icon in der Action Bar anders aussieht als hier gesehen. Der Grund dafür ist, dass je nach Android-Version das Aussehen unterschiedlich sein kann. Möglicherweise wird auch das Draw-Layout nicht korrekt angezeigt. Hier gibt es mehrere Gründe, die dafür verantwortlich sein könnten. Erstens könnte es sein, dass man die Reihenfolge der Definitionen innerhalb vom Draw-Layout falsch gewählt hat. Hier muss immer erst das Frame-Layout für den Main-View und dann der List-View für den Draw-Inhalt definiert werden, damit der Draw oberhalb des Main-Views erscheint. Es könnte auch sein, dass man vergessen hat, im List-View das Attribut Layout-Gravity einzuführen. Das muss mit dem Wert Start gesetzt werden, um festzulegen, von welcher Seite die Liste erscheinen soll. Start bedeutet, dass es sprachabhängig ist. Für europäische Sprachen, die man von links nach rechts liest, erscheint der Draw von links. Für arabische Sprachen beispielsweise sollte er dann von rechts erscheinen. Weitere Informationen über Navigation Draw findet man im Netz. Der Programmcode zu dieser Definition ist in meinen Webseiten erhältlich und zusätzlich bietet die Android Online Dokumentation eine Reihe weiterer Informationen unter den beiden URLs, die hier angezeigt sind. Die eine URL enthält eine technische Diskussion der Programmstrukturen, die man erstellen muss. Die zweite Webseite enthält eine Darstellung, eine Diskussion der Oberflächenstrukturierung, wenn man mit Navigation Draw arbeitet.